Weitere Special League ist angesagt. Das ist jetzt der Anhangpart vom letzten. Ne? 5 Wings habe ich schon gemacht. Ich schätze so grob 5 Wings sind auch so gut 10 Minuten. Für den Nachmittag, denke ich mal, ganz angenehm anzuschauen. Ich würde sagen, wir starten direkt los und ich bin immer noch der Meinung, wie gesagt, es wird nicht immer so gut klappen wie im letzten Video. Ja, das liegt jetzt auch daran, dass ich noch sehr tief bin im Rang und ich noch mit dem Outspeeden gut hinterherkomme. Viele picken halt noch kein Antares und so ein Kram. Ich hatte jetzt auch gegen mehrere Cleavesayer gespielt als gegen tankigere Sachen, ne? Also das sind alles Sachen, die darf man noch nicht vergessen. Sion ist, glaube ich, nicht mal das Problem, nee. Nee, ich kann strippen nach dem zweiten Mal, wenn ich ihn töte, das ist fein. Ich glaube, ich nehme Birma raus, weil ich mir nicht sicher bin bei ihm. Bei Royd und so weiß ich am ehesten, was er macht. Ja, und bei Birma bin ich mir nicht sicher, genau. Noch nie gesehen, groß. Ich weiß, das war doch der, der Damage macht, wenn im Schlafzustand ist und so ein Kram, ne? Das Ding ist halt, ich sleep ja auch mit der Gina so, ne? Ich war mir ein bisschen zu kritisch mit Birma, weil ich genau nicht weiß, was er macht. Royd spiele ich selber sehr gerne, deswegen, bei ihm weiß ich, was er macht. So, schauen wir einfach mal. Okay, das Ding ist, ich habe halt kein Tableau, sprich, ich habe keine zweite Round, aber ich glaube, das ist fein. Wir absorbieren. Schwierige Sache. Ich glaube, ich absorbiere ihn hier. Nice. Defignor, ja, let's go. Irgendwo. Na, das war nicht so pralle. Damage, okay. Royd kommt dran. Ja, bei ihm bin ich mir nicht sicher, ob der dran. Okay, er ist eh verwirrt. Aber das ist fein. Dots, Sleep. Okay, das ist gut. Wir killen. Er wird ausdotten da. Reicht der First Skill? Egal, ich mach den zweiten. Zack, zack. Royd erstmal angreifen. Das ist gut. Ja, gut, killen wir sie raus hier. Wenn sie prockt oder so, ist nicht so geil. Wo ich hätte den Sian killen sollen, sehe ich, merke ich gerade. Aber ist fein, denke ich. Ja, hier komme ich jetzt erstmal nicht durch. Jetzt komme ich hier aber durch. Let's go. Ba, 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 bam, bam. Ba, 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 bam, bam. Nice. Ich liebe das Team. Ich weiß, ich finde es funny. Gut. Die Clara wird dann meistens Speed haben. Was anderes ergibt keinen Sinn. Ne? Sie müsste langsamer als er sein, theoretisch sogar. Deswegen war nicht die Clara, weil er der schnell. Die müsste der schnellste sein. Von der Logik her. Ja, aber er sollte strippen. Dann müsste Galeone kommen. Dann müsste Lea kommen. Eventuell kommt dazwischen nochmal eine. Hier die Fran. Ne, das kann auch sein, dass dazwischen die Fran kommt. Okay, wir gehen auf den Sleep, nicht auf den Strip. Okay, kriegen wir nicht hin. Wir absorbieren. Ich muss absorbieren. Und hoffen, dass ich einen Pushback lande von auf Fran oder so. Okay, ein Stun. Okay, ich kill sie sogar. Das ist gut. Dann machen wir Damage. Irgendwo ein Defignor. Nee, nicht wirklich. Aber das ist fein. Sollte fein sein. Sie cuttet dadurch, dass sie auf Nemesis ist, leider zwischen, also in den Tableau rein. Das ist ein bisschen doof, aber ist fein. Denke ich. Sie ist prinzipiell ist sie ja nicht schneller als ich. Ne? Das war ein bisschen uncool, tatsächlich. Dass ich nichts gestrippt habe. Aber egal, wir killen erstmal sie. Ich muss den Sian gleich killen, sonst ist sie wegen zwei Runden, ja, wegen der Bombe jetzt ein bisschen doof. Außer, hab ich noch einen Strip irgendwo? Faye hat noch einen Strip übrig, oder? Oder hat sie jetzt wieder einen Strip? Weiß ich nicht. Muss hoffen, das Tableau oder so überlebt eine Bombe. Ja, hat sie. Komm, Strip. Nice. Ja, überleben alle. Außer Faye. Faye wird nicht überleben. Doch! LOL! Okay, der hat einfach gar keine Attack, ey. Wir gehen auf den First Skill. Okay. Der war tanky. Galeone war tanky. War auch nicht auf Vivo oder so wahrscheinlich. Ja, sie ist halt vom Strip her, sie ist besser, leichter zu bauen, ne? Vom Strip her, weil sie 105 Base Speed hat. Aber ich fand Gina einfach vom Kit her wesentlich stärker. Mit dem Sleep und den Dots. Fand ich da ein bisschen cooler. Wir nehmen den, Pusher weg. Ja. Er nimmt auch meinen Pusher weg. Gut. Kann sein, dass sie schneller ist. Weil sie halt einfach den besseren Base Speed hat. Kommt halt auf den. Kommt auf seine Runenqualität an. Ja, das ist jetzt das Ding. Wenn er schneller ist, ist halt drin. Er ist nicht schneller. Und ich muss auf den Sleep gehen. Ja. Okay. Okay, wie viel Schaden macht er? Ist noch fein. Kann ich noch. Ist noch etwas, womit ich leben kann, tatsächlich. Das
Was mich ein bisschen nervt ist, ich krieg den Kaki da nicht unter Kontrolle. Okay, ich lebe aber noch, das ist gut. Das machen wir nicht, wir gehen auf den. Okay, ratatatata. Ratatatata. Okay, die zwei sind hundertprozentig dead. Kaki muss ich dead kriegen. Deswegen gehe ich auf den Dot. Okay, das machen wir nicht. Okay, kein Proc. Der ist auf Vio, by the way. Ne, der, Tablo ist auf Vio. Also er kann auch, er könnte nochmal zusätzlich proggen. Das war jetzt kritisch, aber das ist, wenn man dieses Speed Battle eingeht. Ne, also da ist ein bisschen, oh wow, ich habe einfach F2 übersprungen. Okay. Triana haben wir auch das erste Mal jetzt erst gesehen. Und, okay, das geht. Das ist eigentlich fein. Sie hat den höchsten Base Speed. Die Frage ist nur, ob er hier aus Swift ist. Trivial Revenge ist. Was ist der? Keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Dadurch, dass er ihn als First Pick genommen hat, denke ich, es ist ein Swift-Wert, aber ich bin mir da nicht sicher. Die Iris kann wieder am meisten zerstören. Er wird nicht schneller sein. Deswegen banne ich die Iris. Ja. Egal, was er macht. Selbst mit... Ja, okay. Er bannt den Stripper. Das hatten wir auch noch nicht, oder? Doch, einmal hatten wir das. Ja, kommen halt sehr viele Single-Strips jetzt zum Einsatz, ne? Dadurch, dass ich zwei Runden ziehe. Drei Runden teilweise vielleicht sogar, ne? Also ein paar Runden ziehe ich auf jeden Fall. Ja. Ist jetzt, das könnte jetzt ein bisschen spannender werden. Okay. Ich muss das machen, sehe ich. Sonst cuttet die Dschungli da dran. So, ich hoffe, es ist kein True Revenge werde. Okay, also resisted. Uncool. Was machen wir zuerst? Wir machen erst das hier. Bitte nicht Revenge. Gut, jetzt können wir das machen. Sehr gut. Faye erstmal. Strippen. Zack, zack, zack. Sehr gut. Deathbreak. Okay, jetzt hoffen. Please, Faye, mach keinen Scheiß. Okay, das ist fein. Ist fein. Hat einen rausgenugt, das ist, denke ich, fein. Hoffe ich. Keine Ahnung. Okay, Glancing, wie ist das? Mhm. Wir gehen weiter erstmal hier drauf so ein bisschen. Ratatatata. Strip it. Nice. Autsch. 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 Alter, das wurde ja gebufft, ne? Das mit dem, dass die Faye das so ein bisschen aktivieren kann, das wurde ja gebufft. Das ist ja richtig awesome, Alter. Das ist ja mal richtig awesome. Faye OP. Okay, es waren wieder 10 Wings. Lassen wir so. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich sein mit der Dauer des Videos. Aber es sind ja auch nur so kleine Nachmittagsvideos, ne? Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Macht Spaß. Haut da rein. Wir haben 100% Win-Rate, oder? Nur 10 Wins. 10 Kämpfe, 10 Wins. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut da rein.